Herzlich willkommen zurück und oder neu auf meinem Kanal. Heute geht es um Kochbücher. Teil 1 von Ich weiß es nicht. Ich habe eine Unmenge an Koch- und Rezeptbüchern. Deswegen, und da ich gefragt worden bin, dachte ich, ich fange heute, das ist jetzt mal ein Buch, das nicht zu der Reihe gehört, mit der ich heute anfange, aber es passt ganz gut dazu, Klosterküche. Ich hatte mal grob reingeguckt, aber holla die Waldfee. In fast jedem Rezept ist Alkohol mit drin, ist dementsprechend leider nicht so unseres, aber ich finde das Buch schön. Na, das ist doch mal toll aufgemacht. Und dann eine Kochbuchreihe, in der ich unheimlich gerne lese, weil ich sie einfach unheimlich toll aufgemacht finde. Und zwar diese hier. Ich denke, viele von euch werden sie im Rewe, Globus und so weiter vor 3, 4 Jahren gesehen haben. Das waren diese Kochbücher für 5 Euro. Das hier ist jetzt die magische Küche, faszinierende Rezepte für den wahren Küchenzauber. Ist das nicht toll aufgemacht? Erfülle deine Bestimmung und lass dich in die zauberhaften Geheimnisse magischer Kochkünste einweihen. Durch dieses Buch werden dir allerlei Mirakel zuteil. Erschaffe prachtvolle Menüs, die jeden unwiderstehlich in deinen Bann ziehen. Altüberliefertes Wissen, längst verloren, geglaubte Kochkunst soll hier an dich weitergegeben werden. Wirf einen Blick in den Kessel der Druiden und braue gar wunderliche Elixiere und Zaubertränke. Lass dich in die Mysterien der Alchemisten einweihen. Bereite allerlei Köstliches im Einklang mit den Elementen. Kreiere die wundervollsten Desserts. Was auch immer du ersinnst, mit diesem magischen Kochbuch wird jedes Mal zum wahren Küchenzauber. Genau, das war die magische Küche. Es ist eine ganze Menge. Die Reihe ist groß und ich habe nicht alle. Also bei der, mir fehlen ein paar. Die Hexenküche. Am heimischen Hexenkessel zu stehen und zu sehen, wie fast von Zauberhand ein leckeres Gericht entsteht, das ist die Lieblingsbeschäftigung jeder jungen Kochhexe. Mit vielen originellen und kindgerechten Rezepten werden Nachwuchshexen zu Meisterinnen des Küchenkessels. Ob Zauberfrüchte, Joghurt, Hexenschulpausenbrot, Halloween-Suppe oder Hexenschmarrn, bei diesen magischen Rezepten ist für jede Tageszeit und jeden Geschmack etwas dabei. Im Kochkurs für junge Hexen lernen Hexenköchinnen den richtigen Umgang mit Hexenblut, Zauberhandwerkszeugs und magischen Zutaten. Zudem gibt es Deko-Ideen für ein Hexenfest und ein Hexenkochquiz sorgt für besonderen Lern- und Ratevergnügen. Also wie ihr seht, das ist die Kindervariante. Da habe ich auch 2, 3 von. Aber sie gehören zu der ganzen Reihe mit dazu. Dann Zaubertränke. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht satt sehen an diesen Büchern und ich weiß nicht, wie ich sie ins Regal stellen soll, damit ich wirklich von allen das Cover sehen kann. Das geht einfach nicht. Genau, Zaubertränke. Tauche ein in die Mysterien verschwundener Tränke, jedweder Art. Lass ab vom Gewöhnlichen und hab Mut zum Experimentieren. Diese Sammlung gewährt dir Einblick in fast vergessenes, altes Wissen, wieder neu entdeckt in opulenter Vielfalt. Mixturen mit Früchten und allerlei Obst, gebrautes und gekeltertes, das du bisher nicht kanntest. Oder auch raffinierte Rezepturen mit Kaffee, Tee und vielem mehr. Sei gewiss, in jedem Trank wohnt auch ein Geist, doch ist dieser dir meist zugetan. Lass dich von ihm begleiten in die Welt geheimnisvoller Zaubertränke. Lass es sprudeln, blubbern, brodeln und mixe, wie es dir gefällt. Also ja, es gibt aus der Reihe auch ein Buch über Getränke. Und die sind nicht zwingend alkoholisch. Also es sind auch antialkoholische Getränke mit drin. So, da haben wir. Ja, ich fange jetzt mal beim Winter an. Mit der Hexe durchs Jahr. Da hätten wir den Winter.
In der kalten Jahreszeit ist auch für Hexen eine Zeit der Besinnlichkeit und inneren Einkehr gekommen. Man kuschelt sich zu Hause ein, genießt die Wärme im Haus und blickt durch das Fenster in die weiße Winterlandschaft. Schön wäre es in Deutschland. Also zumindest in Hessen wird es schwierig. Der Winter ist aber auch eine Zeit des Vorausschauens, des Neuanfangs und der Hoffnung. Die Wintersonnenwende ist daher eine wichtige Zeit für Hexen. Erfahre, wie Orakel dir einen Blick in die Zukunft gewähren und wie du dich mit Reinigungsritualen von negativen Energien befreist. Erfülle dein Heim mit dem wohligen Duft winterlicher Räucherkräuter und erhelle es zur Feier des kommenden Lichts mit Kerzenschein. Mach es den Pflanzen und Kräutern in deinem Hexengarten gemütlich, sodass diese unbeschadet den Winter überstehen, und sorge mit zauberhaften Kochrezepturen für magisch duftende Aromen und innere Wärme. Gutes Gelingen für deine Winterhexerei. Ich finde auch die Klappentexte so wunderschön geschrieben, dass man diese Kochbücher im Prinzip liest wie ein normales Buch. So, ja genau, hier habe ich den Aufkleber sogar noch drauf. Das ist jetzt der Herbst. Ich finde, diesen goldenen Herbst haben sie richtig schön dargestellt. Wenn im Herbst die Tage kürzer werden und im Hexengarten auf Feld, Wald und Wiese die Zeit der Ernte gekommen ist, lockt die Natur mit allerlei Zutaten für magische Rezepturen, stärkende Zaubertränke und mystische Hexenfeste. Diese Zeit des Wandels und des Neubeginns gibt Gelegenheit zur inneren Einkehr und Danksagung für die reichen Gaben des vorausgegangenen Sommers. Neben dem Erntedank und der Herbst-, Tag- und Nachtgleiche steht das Hellenfest im Mittelpunkt, das wir heute als Halloween kennen. Zu dieser Zeit verwischen die Grenzen zur Geisterwelt und Orakel und Weissagungen sind besonders wirkungsvoll. Erfahre, wie du deinen Hexengarten im Herbst von Laub befreist und für den Winter vorbereitest, welche schmackhaften und heilkräftigen Zutaten die Natur hervorbringt und wie du diese zu vielen zauberhaften Gerichten verwandeln kannst. Viel Spaß! Deine bei deiner Herbsthexerei. Hey, es ist einfach zu heiß. Genau. Ja, ich habe sogar mal ein paar scheinbar dran gelassen. Das ist der Sommer. Und ich denke, ich muss nicht betonen, wie wundervoll die gestaltet sind, diese Kochbücher. Es kommen auch noch andere aus derselben Reihe. Das ist im Otus Verlag erschienen. Leider gibt es diesen Verlag nicht mehr und diese Kochbuchreihe auch nicht. Das heißt, ich muss jetzt wirklich gucken, wie ich an die 3, 4 Bücher, die ich nicht habe, drankomme. Okay, mit der Hexe durchs Jahr, der Sommer. Was im Frühling noch zögerlich spross, erstrahlt nun in voller Blüte. Endlich ist der Sommer da mit all seinen Früchten, magischen Kräutern und geheimnisvollen Hexenfesten. Erfahre die Geheimnisse aus alten Zeiten, zu welchem Mond lassen sich die besten Kräuter sammeln, um den wirksamsten Liebeszauber zu vollführen. Welche Blumen solltest du in der Mitsommernacht für ein verheißungsvolles Orakel pflücken? Halte in der Nacht der Sommersonnenwende Ausschau nach magischen Wesen, wenn die Grenzen der Welt auf geheimnisvolle Weise verschwinden. Erlerne das Wissen, welche Früchte, Kräuter und Gemüsesorten am besten in deinem mystischen Hexengarten wachsen und wie du sie zu verführerischen Gerichten verarbeiten kannst. Verzaubere deine Liebsten mit köstlichem Gebäck, verlocke mit sommerlich Geheimrezepturen und verhexe sie mit magischen Zaubertränken. Viel Vergnügen bei deiner Sommerhexerei. Genau, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt den Frühling. Der hat ja jetzt noch gefehlt, aber auch den wunderschön gemacht. Der Frühling steht vor der Tür. Mit all seinen heilenden Kräutern, bedeutenden Hexenfesten, geheimnisvollen Ritualen und traditionellen Rezepturen erfahre das uralte Hexenwissen rund um Frühlingskräuter, wirksame Zaubersprüche und verheißungsvolle Orakel. Fliege hinaus auf den Blocksberg und tanze bei Vollmond um ein Walpurgisfeuer. Es wird wieder offenbar, wie du dich mit Kräutern spirituell reinigen kannst und ein Liebes- und Fruchtbarkeitszauber vollführst.
Erlerne das Wissen, welche heilende Kräuter, Gemüse und Obstsorten des Frühlings in deinem verwunschenen Hexengarten ausgesät werden können. Verführe mit aphrosierenden Rezepturen deinen Liebsten und Liebsten, wie auch immer, und verlocke mit süßen Backwerken, verzaubere mit geheimnisvoll eingelegten Frühlingsgemüse und eingemachten Früchten. Stärke deine magischen Kräfte mit verzauberten Frühjahrstränken. Viel Erfolg bei deiner Frühjahrshexerei. So, dann haben wir hier die Hexenapotheke. Süß gemacht mit dem Roten Kreuz, oder? Ich liebe diese Buchreihe einfach. Ich kann es nicht oft genug erwähnen, glaube ich. Hexen sind bekannt für ihr umfangreiches Wissen über Heilmethoden und die Wirkung von allerlei Kräutern und Pflanzen. In der Zeit der Hexenverfolgung waren gerade diese sachkundigen und weisen Frauen besonders gefährdet, der Hexerei angeklagt zu werden. Glücklicherweise gehören diese Zeiten der Vergangenheit an. Vielmehr ist das Interesse an alten Hausmitteln und in Vergessenheit geraten pflanzlichen Heilmitteln heute größer denn je. In diesem Buch geht es nicht darum, die Erkenntnisse und Methoden der modernen Medizin in Frage zu stellen. Das Büchlein versammelt aus Urgroßmutters Zeiten ausgegrabene Rezepte zur Vorbeugung und natürliche Heilmittel für Volks- und Zivilisationskrankheiten. Denn besser als jedes Rezept ist immer gesund zu bleiben, ein Leben lang. Kann man nichts zu sagen, oder? Bringt's voll auf den Punkt. Dann haben wir hier ein Hexenbackbuch. Trete ein in die Backstube des verhexten Lebkuchenhauses, auf das dir verborgenes Wissen offenbar werde, von dem elende Unwissende nur träumen. Dies Kleinod soll dich in die Geheimnisse süßeste Verführungen einweihen. Jeder kennt die unwiderstehliche Versuchung, die einem Lebkuchenhaus innewohnt. Er baut einzig und allein zu dem Zweck, jeden in seinen Bann zu ziehen und ins Verderben zu stürzen. Die perfidesten Rezepturen für allerlei Kuchen und Torten sollen deiner Hexerei dienlich sein. Verführerisches Kleingebäck möge dir helfen, zu verzaubern und zu verlocken, wonach du trachtest. Auch raffinierte Brotrezepturen und begehrenswerte herzhaftes Backwerk mögen dir deinen verhexten Weg ebnen. Du wirst in diesem Buch zu jedem Anlass die rechte Rezeptur finden, die eine Hexe benötigt, um auch die finstersten Pläne zu vollenden. Viel niederträchtige Freude und Erfolg. Ich sage, allein die Klappentexte sind es schon wert, diese Bücher zu kaufen und das Cover. Also, und hier haben wir jetzt zum Beispiel mal Lebkuchen in allen Varianten. Also das ist, die sind richtig mit viel, viel Liebe gestaltet. Und ja, ich bin einfach begeistert von dieser Buchreihe. Deswegen kommt die jetzt als erstes dran. Ich habe noch viele, viele Kochbücher und Backbücher mehr. So ist es nicht. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es bei 3 Teilen bleibt. Ich denke eher, dass es 4 werden, mit etwas Pech sogar 5. So wie andere Make-up sammeln, habe ich meine Kochbücher. So, was haben wir hier? Die Hexenküche. Lass dich in die Welt der magischen Künste und Geheimnisse der kulinarischen Hexerei entführen. Dieses Buch verrät dir die besten Rezepturen zum Verführen für heilende und stärkende Tränke und Suppen sowie für fast vergessene Aufstriche, Soßen und Eingemachtes. Bereite deine Speisen aus allem, was Garten und Wald zu bieten haben, zu oder zaubere die originellsten Fleisch- und Fischgerichte. Die berühmtesten und erfahrensten Hexen geben dir ihre wirksamsten Beschwörungsformeln und Rituale preis, damit du einen wahren Küchenzauber entfalten kannst. Viel Spaß beim Hexen und Vollführen. So, hier haben wir das Hexen-ABC. Erfahre all jene Wunder und Reichtümer, die in Feld, Wald und Wiese verborgen sind, und lass dich vom Wissen erfahrener und weiser Hexen verzaubern.
All jene Schätze, die scheinbar im Verborgenen vor dir schlummern, sollen dir hier offenbar werden. Die Fülle des Feldes, der Reichtum des Waldes und die ganze Pracht der Wiese werden hier ihre Geheimnisse lüften und dir ihre längst verschollen geglaubte Rezepturen und ihr verborgenes Wissen preisgeben. Rezepturen zum Genießen, heilsame Kräfte der Natur und allerlei magisches Räucherwerk gilt es für dich neu zu entdecken und zu versuchen. Bewahre dies Wissen wohl und gib es an alle weiter, die das würdig sind. Hab Freude und sei neugierig. Dann haben wir hier den Hexenkeller. Eingelegt, eingemacht und fermentiert. Gar finster ist es hier weit unten im feuchten, modrigen Gewölbe. Dennoch zieht es dich in seinen Bann. Du könntest umkehren, doch du tust es nicht. Hier an diesem unheilvollen Ort kannst du allerlei köstliche Geheimnisse entdecken, die nun schon viele Jahre überdauert haben. Eingelegtes jeder Art, eingemachte Köstlichkeiten, ob gepökelt oder fermentiert, feinster Essig und auch Öle, die du... Du wirst hier schon was für dich finden. Mach dich auf ans Einmachwerk, mach haltbar, was vergänglich ist und freu dich lange Zeit daran, denn schmackhaft wird, das ist gewiss. Nur, was wirklich lecker schmeckt, wird auf den Tisch gedeckt. So. Dann haben wir hier den Hexenkessel. Nach dem Hexenkeller haben wir den Hexenkessel. Lass dich in der Welt fast vergessener Riten und Geheimnisse kulinarischer Hexenkunst entführen. Dieses Buch gewährt dir einen tiefen Blick in die legendäre Kessel der Hexen. Die bestgehütetsten Rezepturen werden dir hier offenbart. Feinste Suppen und Eintöpfe, allerlei Elixiere und Tränke zu jedem erdenklichen Hexenmahl und vieles mehr sollen von dir gebraut werden. Wickers Kessel sei nun dein und lädt dich zu viel Unfug ein. Ob Zauber, Hexerei oder auch ein Ritual, such's dir aus, du hast die Wahl. Heizt die Kessel und schwingt die Kellen. Genau. So. Moment. Gleich wieder da. So. Das waren jetzt nur die Kochbücher über Hexen. Jetzt kommen die anderen. Hier haben wir den Satansbraten. Teuflisches aus dem Höllenfeuer. Lass dich in die dämonische Unterwelt der vielerlei Künste und Geheimnisse kulinarischer Genüsse entführen. Dieses Buch verrät dir die unheiligsten Rezepturen zu des Teufels Grill, den gemeinsten Soßen, Dips und Beilagen für die Qual der Wahl. Satansbraten und höllische Ofenspeisen sollst du zubereiten, doch hüte wohl dein Seelenheil. Luzifer und seine Helfer laden dich ein, gemeinsam mit ihnen sündhaft zu tafeln, mit allen Ausschweifungen, welche die Hölle zu bieten hat. Der Hades bittet zu Tisch. Schauen wir auch hier mal rein. Auch wieder mit viel Liebe gestaltet. Auch die Schrift, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich finde die richtig schön. Genau, das war der Satansbraten. Dann haben wir hier Teufelsküche, verboten gut und höllisch scharf. Lass dich in die finsteren Künste und Geheimnisse der teuflisch-kulinarischen Verführung einweihen. Dieses Buch verrät dir die besten Rezepturen für jeden Sündenfall. Prahle mit ausgefallenen Gerichten oder verleite deine Gäste zu Völlerei mit opulenten Festmahlen. Verführe mit aphrodisierenden Speisen und unwiderstehlichen Süßverlockungen. Bereite Höllenqualen mit aller Schärfe oder entfache ein Höllenfeuer am heimischen Grill. Wenn all dies nicht reicht, kredenze deinen Opfern die diabolischsten Getränke, welche die Unterwelt kennt. Satan selbst und seine dämonischen Helfer verraten dir ihre perfidesten und gemeinsten Beschwörungen und Rituale, um zu verlocken und zu versuchen und zu verführen. Hab einen Höllenspaß. Und auch hier wieder schöne Schrift, tolle Zeichnungen. Ja. Dann
Vampirküche. Darf ja nicht fehlen. Genau, schaurig Delikates aus der Gruft. Nosferatu und seine dämonischen Helfer, getrieben von unstillbarem Durst nach unaussprechlichem. Ausschweifungen verraten ihre geheimsten Rezepte. Kulinarische Genüsse aus der Schattenreich von Ungarn, Bulgarien bis hinein ins tiefste Transsilvanien werden hier offenbart. Verbotene Getränke und ungehemmte Fleischeslust sollen dich verführen und dich und deine arme Seele für die Seite der Schattenwesen zu gewinnen. Verdammt dazu, Dracula zu dienen und niemals Ruhe zu finden. Solltest du jedoch mit starkem Willen und Charakter gesegnet sein, findest du in diesen finsteren Kapiteln auch das geheime Wissen zur Abwehr gegen jedwede Form von Vampiren, den Herrschern der Nacht, auf dass das Blut in deinen Adern niemals gefrieren möge. Oh. Mir ist heiß heute, echt. Und ich drehe das Video jetzt erst im Juni. Ich möchte nicht wissen, wie heiß es dann ist, wenn das Video hier rauskommt. Aber ihr könnt es mir dann mal in die Kommentare schreiben. So, himmlische Küche. Für den herrlich delikaten Hochgenuss. So, ich muss mal kurz abstoppen, denn meine Speicherkapazität am Handy ist fast erreicht. Ich fange Neues an und dann machen wir damit weiter. So, wir hatten gerade die himmlische Küche. Für den herrlich delikaten Hochgenuss. Sei behütet und geleitet. Speis und Trank sollen fortan himmlisch sein. Dieses Buch ist wahrlich überirdisch. Erfahre, was der Garten Eden oder der wunderbare Reichtum der Meere dir darbieten. Die fantastische Vielfalt leichter Speisen und die ganze Pracht der herrlichsten Köstlichkeiten bis hin zu allerlei verführerischen Versuchungen werden dir hier offenbart. Eine Schar von Engeln steht dir immer zur Seite. Hab keine Furcht und geh beherzt ans Werk. Genau. Kurz was gucken. Ja, hab noch Zeit. Hab nämlich heute noch einen Arzttermin und muss gucken, dass das alles so hinhaut. Und ich habe jetzt schon knapp eine halbe Stunde mit euch geredet und es sind noch, Moment, 2, 4, 6, 8, 10, mit dem hier 11 Bücher. Ja, es ist nicht mehr die Hälfte, aber es ist immer noch genug. Die Elfenküche. Traumhafte Rezepte zum Nachzaubern. Lass dich verzaubern und mitnehmen in die Zwischenwelt der Elfen und erlebe deren Magie und kulinarischen Zauber. Dies geheime Büchlein verrät dir allerlei elfische Rezepturen, von den köstlichsten Suppen der Windelfen, den herrlichsten Salaten und Vorspeisen der Lichtelfen, über Gerichte mit Nüsse, Blüten und Früchte sowie sagenhafte Wildgerichte der Waldelfen bis hin zum Naschwerk der Hochelfen. Und zum magischen Gebräu der Flusselfen zuletzt offenbaren die Nachtelfen ihre Rezepturen über heilendes, duftende Öle und Elixiere. Wer wünscht sich keine Elfe in der Küche der geheimen Wünsche erfüllt? Hier findest du sie. Viel Spaß und sei gut zu ihr. Schauen wir mal rein, oder? Auch wieder sehr schön illustriert und auch wieder mit dieser schönen, schnörkeligen Schrift. Also, ja, wie gesagt, ich lese die mehr wie normale Bücher, als dass ich jetzt schon mal was draus gekocht hätte. Was aber teilweise auch daran liegt, dass Rezepte dabei sind, wo man echt Schwierigkeiten hat, die Zutaten zu bekommen. Ansonsten hätte ich daraus wahrscheinlich schon viel, viel mehr gekocht. Ja, ich denke, wenn es uns finanziell wieder ein bisschen besser geht, wird es einfacher und dann können wir gerne mal aus dieser Kochreihe auch den ein oder andere Rezeptur auf YouTube bringen. Im Moment ist es wirklich nicht machbar, denn ja, wie viele wissen, mein Mann hat gerade seinen Job verloren, also noch arbeitet er, hat jetzt noch 2 Wochen und dann sind wir erstmal für 1-2 Monate, ich hoffe, dass es nicht länger geht, auf Bürgergeld. Und ja, toi toi toi, dass es ganz schnell wieder rauskommt und dass es uns dann wieder finanziell besser geht. Aber bis dahin machen wir das Beste draus und
Die Bücher sind ja auch zum Lesen da. Traumspeisen und Trank der Eisprinzessin. Eis steckt voller Magie, einzigartig, wie sich darin das Licht bricht und uns verzaubert. Herrlich ist seine Kraft, atemberaubend seine Anmut, so erbarmungslos es sein kann, so belebend und erfrischend zeigt es sich uns in köstlichen Rezepten. Niemand kann seiner Faszination widerstehen. Hier wird dir offenbart, wie köstlich sich Kälte anfühlen, schmecken und genießen lassen kann. Gefrorenes schmilzt auf der Zunge dahin, Wohltuendes Kühl spielt mit deinem Gaumen, Eis und Heiß kitzeln deine Sinne in verwirrendem Wechsel. Auch raffinierte Trinks solltest du nicht auslassen. Erkunde alles, was deine und die Sinne deiner Gäste zu empfinden vermögen, in einem grandiosen Feuerwerk von Nord bis zum Südpol, der genussvollsten aller Welten. Auch hier wieder schöne Bilder dabei. Genau. So. Ja, jetzt sind wir wohl wirklich in der Sagen- und Märchenwelt angekommen. Hier haben wir die Zwergenküche. Einfach, ländlich und deftig. Öffnest du dieses Buch, so ist es, als ob du den Eingang in eine versteckte Höhle entdeckt hast. Du dringst in eine verborgene, geheime Welt tief unter der Erde. Du entdeckst weitere Gänge und Stollen, von der Ferne vernimmst du seltsame Geräusche. Du befindest dich im Reich der Zwerge. Die Geräusche werden klarer, werden zu fernen Gesängen, Gelächter und vielem mehr. Lichter erhellen die Finsternis und plötzlich stehst du in einer großen Halle, in der das Zwergenvolk feiert, tafelt und dich willkommen heißt. Sie reichen dir allerlei Köstlichkeiten, vergleichbar mit unserer ländlichen Küche. Manches scheint dir vertraut, manches hast du lange Zeit nicht mehr kosten dürfen, manches ist dir gänzlich unbekannt. Die Zwerge sind berühmt für ihre Gastfreundschaft, aber auch dafür, konservative Bewahrer des Althergebrachten zu sein. Allen Neuerungen stehen sie misstrauisch, gar ablehnend gegenüber. Bei einer solchen Vielfalt und solch einem kulinarischen Reichtum ist das auch kein Wunder. Genieße dein opulentes Fest im Kreise des Zwergenvolkes und keine Bange, die Portionen sind alles andere als zwergenhaft. Vielleicht kannst du das ein oder andere kulinarische Geheimnis mit nach Hause nehmen. Auch hier wieder ein bisschen düster, weil es ja unter der Erde, aber sehr schön gemacht. Genau. So. Dann sind wir jetzt im Land von Scheherazade angekommen. Küche aus 1001 Nacht. Eine kulinarische Reise durch den Orient. Hisar Afsana, die Geschichte aus 1001 Nacht, erzählt von Scheherazade, Tochter des Wesirs des persischen Königs Shahrayar, haben wohl jeden schon verzaubert und in die fernsten Länder des Orients entführt. Bereichere nun diesen Traum von 1001 Nacht voller Pracht und Fantasie mit den dazu passenden Speisen und Düften des Orients. Lass dich betören, wie einst Sindbad auf einer fernen Insel im Sunda-Archipel. Zaubere die feinsten chinesischen Köstlichkeiten wie ein Djinn und bewirte deine Gäste auch alter Tradition orientalischer und arabischer Gastfreundschaft. Nach alter Tradition. Genau. So. Hier haben wir Odins Tafel. Nordische Küche, Helden und Mythen. Lade ein die wilden Horden zum Mahle, bevor sie dir die Tür eintreten. Bewirte sie gut, damit sie dir gnädig gestimmt bleiben. Es sei dir empfohlen, dies Büchlein zu Hilfe zu nehmen. Du findest darin alles, was du brauchst, um auf den wildesten Nordmann zu zähmen. Alle nordischen Spezialitäten und Köstlichkeiten sollst du damit zubereiten, nach denen es deine Gäste verlangt. Auch die stärksten Tränke sollen dabei nicht fehlen. Ein solch Gelage wird dir nicht zum Nachteil gereichen und noch lange wird man sich an so manchen Herdfeuer daran erinnern. Legt die Helme ab und lasst euch nieder, auf das für heute Frieden und Wohlsein herrsche.
hier haben wir sogar die Göttersagen, also die nordischen Götter, Balder, Freya, Frey, Frigg, Heimdall, Hel, Lopt, also Loki, Njötre, Wotan, Wodan, Odin, also Skat, Tochter von Thiassi, dann Thor, Tunaer, die Was, Tur. Also, ja, sehr informativ auch wieder. Das hatte ich jetzt noch nicht gelesen, aber einen Teil davon habe ich schon gelesen. Genau. Hier haben wir, genau, Piratenschmaus. Und was haben wir drauf? Captain Jack Sparrow darf natürlich nicht fehlen. Piratenschmaus, karibische Küche, Helden und Mythen. Die Schauplätze des goldenen Zeitalters der Piraten waren der Indische Ozean und die Karibik. Zu ihren beliebtesten Stützpunkten zählten die Inseln der Karibik. Hier tummelten sich Menschen aus allen Teilen der Welt. Europäer, Afrikaner, Indios vermischten ihre Kulturen. Woraus sich bald eine faszinierend einzigartig neue Küche entwickelte. Dies soll dich in diesem Buch zum Nachkochen einladen. Schauplatz ist dein Heim. Fisch, Fleisch und Geflügel werden mit Früchten wie Kokosnuss, Mango, Banane oder Avocado zubereitet und mit exotischen Gewürzen wie Piment, Koriander, Muskatnuss, Ingwer oder Chili verfeinert. Ostindische Chutneys, Relish oder Currys treffen auf exotische Beilagen wie Kochbananen, Süßkartoffeln, Tomaten und selbst die herkömmliche Kartoffel, die damals in Europa weitgehend unbekannt war, Symbol und Inbegriff der Karibik, ist der aus Zuckerrohr gewonnene Rum Basis für traumhafte Cocktails. Für Piraten unverzichtbar, wie für seine Gäste. Wir schlemmen, wie es Piraten tun, und öffnen noch eine Buddel Rum. Ja, hier haben wir dann auch die Erklärungen der Insel Tortuga, Port Royal, Nassau. Genau. Hier die Geschichte von Sir Francis Drake. Ah, hier haben wir Süßkartoffelbrei mit Limone auf der Seite. Also auch wieder sehr schön gemacht. Wir haben noch 5 Bücher. Dann haben wir es geschafft. Also ich denke, die erste Folge wird so knapp eine Stunde, wenn das so weitergeht. Hier sind wir beim römischen Gelage. Mediterrane Küche, Helden und Mythen. Die alten Römer wussten nur zu gut, wie man es sich richtig gut gehen lässt. Das mediterrane Klima sorgt auch noch heute für eine unglaubliche Vielfalt an schmackhaften, frischen Zutaten. Hier ist eine der fantasievollsten, aromatischsten Küchen weltweit zu Hause. Es soll dir ein Fest sein, all diese hier gesammelten Rezepte zu erkunden und damit deine Gäste zu beeindrucken. Ob im Kleinen mit wenig ausgesuchten Köstlichkeiten oder im großen Stil aufwendig und opulent. Es wird ein Festtag werden, von dem noch lange Zeit gesprochen wird. Möge dir dieses Buch viele solcher Festtage bescheren und die Götter dir Heim und Herd beschützen. Ja. Wie gesagt, die Bücher hatte ich jetzt selbst noch nicht gelesen. Schauen wir mal, der Raub der Sabinerinnen, die Sage von Romulus und Remus. Dann haben wir hier die römischen Götter mit drinne. Amor, Ceres, Diana, Faunus, Fortuna, Jupiter, Mars, Neptun und. Also auch wieder viel Geschichtliches drin, nicht nur Rezepte. Also im Prinzip könnte ich Junior damit den Geschichtsunterricht erklären. Dann haben wir hier das gallische Gelage. Das ist so eins meiner Lieblingsbücher. Aber auch da bin ich noch nicht dazu gekommen zu lesen. Ich habe bei den Hexenküchenbüchern angefangen. Und bei diesen Herdfeuer und Legenden muss ich mich noch durchwurschteln. Die alten Gallier wussten, wie mittlerweile aus den Geschichten um ein kleines gallisches Dorf bekannt, zünftig
Krieg zu feiern. Ich fange noch mal von vorne an. Die alten Gallier wussten, wie mittlerweile aus den Geschichten um ein kleines gallisches Dorf bekannt, zünftig zu feiern und jedem Anlass mit einem ordentlichen Gelage zu begehen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die gallische Küche aus den Stadien der knusprig ganzen Schweine zu ungeahnten Raffinesse. Auch heute dürfen wir gallische Gelage genießen und sogar selbst nachkochen. Gelage weniger wegen der schieren Masse des Verzehrens, sondern wegen des Übermaßes an Wohlgeschmack, den die gallischen Rezepte enthalten. Wer sich an dieses Buch hält, kann alles erleben, nur nicht, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt, so wahr ihm Tortates helfe. Genau, was haben wir denn hier? Gallier und Kelten, Gesellschaft und Kultstatus, Mythen, keltische und gallische Götter. Ja. Tortates unter anderem. Genau. So. Dann haben wir hier Götterspeisen. Küche des Olymp, Helden und Mythen. Nektar und Ambrosia mögen den Göttern des Olymps als Speise genügt haben, was durchaus bezweifelt werden kann. Für heutige Liebhaber göttlicher Speisen offenbaren uns in diesem Buch die Götter selbst mediterrane Köstlichkeiten der alten Welt, wie sie im östlichen Mittelmeerraum bis heute hochgeschätzt werden. Auf das wir nicht nur schnödes Mahl bereiten, schaler Trank und fader Brei soll anderen genügen. Heute soll getafelt werden, gleich einem Festmahl im Olymp, in all seiner herrlichen Opulenz und unverschämten Dekadenz. Die Zeit des Fastens soll heute nicht sein. Auf ans Werk, lasst uns wahrlich göttlich speisen und schlemmen, gaumenfreuen preisen. Genau, was haben wir denn hier? Die Entstehung des Olymp, die 12 Götter des Olymps, angefangen beim Zeus, Poseidon, Hera, Demeter, Apollon, Artemis, Athene und. Es sind ja 12 Stück. Also auch hier wieder viel Geschichte und Rezepte und ja. Auch wieder sehr schön gestaltet. Dann haben wir die Mittelmeerküche. Überlieferte Rezepte, Helden und Mythen. Der Raum ist erfüllt von Duft fremdländischer Gewürze. Am Spieß über dem Kamin wird wild gebraten. Allerlei verschiedene Gerichte werden von Lakaien aufgetischt. Zur allgemeinen Zerstreuung und Belustigung vollführt ein Gaukler erstaunlich Kunststücke und der Wein fließt dazu in Strömen. An der Tafel wird getuschelt und gelacht. Du selbst bist Herr oder Herrin dieses bunten Treibens. In diesem Buch findest du alles, was du dazu benötigst. Dir und deinen Gästen ein echtes mittelalterliches Mahl aufzutischen. Originelle Suppen als Vorspeisen, die ausgefallensten Soßen und Pasten und auf fantasievolle Weise zubereitet. Fisch- und Fleischspeisen werden von herrlichen Desserts und Getränken abgerundet. Wohlan, so feiert denn gemeinsam ein Fest, das eines edlen Ritters oder einer holden Dame würdig ist, auf das dieser Abend nie in Vergessenheit gerate. Bei Minnesang und Kerzenschein lade ich zu meiner Tafel ein. Genau. Und das letzte und wahrscheinlich delikateste zum Schluss. Kamasutra-Küche. Genau. Lieben, kochen und genießen. Das vorliegende Buch widmet sich ganz und gar der Sinneslust. Erotisches Essen, aphrodisierende Rezepte für den prickelnden Abend zu zweit sind ebenso auf- und anregend wie ein verführerischer Duft, der Lust auf mehr machen soll. Ein ins Ohr geflüstertes Wort, eine zarte Berührung oder eine sachkundige Massage können die Welt von einem Moment auf den anderen aus den Angeln heben. Hier sollen alle Sinne angesprochen, kleine Geheimnisse gelüftet und vielleicht auch die eine oder andere Anregung gegeben werden.
die zu einem unvergesslichen Erlebnis zu zweit führt. In welcher Stellung das geschieht, spielt keine wesentliche Rolle und bleibt der eigenen Fantasie überlassen. Viel Spaß beim Essen, Lieben und Genießen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich denke, das wird eins meiner nächsten Kochbücher, das ich lesen werde. Denn irgendwie, ja, ich finde es einfach interessant. So, was haben wir denn hier? Ich denke, ihr seid genauso neugierig wie ich. Aphrodites ABC. Agave, Alkohol, Alraune, Ananas, Anis, Aprikosen, Artischocken, Austern und so weiter. Über Chili, Edelkastanien, oh, sogar Honig, Kaviar, Kardamom, Limetten, Nelken. Also man hat im Prinzip so eine kleine Lebensmittel-Litanei dabei. Es ist eine heikle Angelegenheit, dieses Verben. Du musst sie küssen und liebkosen, allmählich ihr Vertrauen gewinnen und ihre Wollust entfachen. Dabei jedoch weder deine Enthaltsamkeit aufgeben, noch sie gegen ihren Willen zu irgendwas zwingen. Zitat aus dem Kamasutra. Genau. Ja, hier ist sogar ein Parfüm. Also auch das wird wahrscheinlich sehr, sehr interessant zu lesen sein. Genau. Das war das letzte Buch dieser Reihe und ja, ich habe fast eine Stunde jetzt euch zugelabert mit alleine dieser Kochbuchreihe. Und wie gesagt, es gibt sie leider nicht mehr. Der Otus Verlag hat dicht gemacht, was ich überhaupt nicht verstehen kann, denn ich finde diese Bücher einfach wahnsinnig toll gestaltet. Und für jemand, der kochen lernen will, sich für alte Gebräuche, Geschichten und so weiter interessiert, ist das einfach eine richtig, richtig geniale Kochbuchserie gewesen. Und ja, ich bin immer noch dabei, zwischendurch mal zu gucken, ob ich nicht das ein oder andere Buch, was mir noch fehlt, zusammenkriege. Ja, genau. Und damit verabschiede ich mich für heute. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Die Glocke aktivieren, nicht vergessen, dann verpasst ihr keins mehr meiner Videos. Und lasst mir doch bitte ein Like da. Das würde mich riesig freuen. Hilft mir, Reichweite aufzubauen, damit auch andere, die diese Content interessieren könnte, meine Videos sehen. Genau. Tschüssi, eure Corrie.